Heute ist der große Tag, wo ich anfange, unsere Mehle zu einem vernünftigen Boldi-Mix zusammen zu mixen. Es wird hier sicherlich nicht verraten, was da alles drin ist, aber von wem, das verraten wir gern. Selfmade Baits. Von uns getesteten und meiner Meinung nach wirklich super Baitfirma. Ja, wir haben uns von der Frische überzeugen lassen können, habt ihr in einem unserer letzten Filme gesehen. Und wir schauen, ob letztendlich unsere Mischung die richtigen Fische bringt. Fakt ist, an den Baits kann es nicht liegen, weil die sind total frisch. Ich habe hier das Predigested Fischmehl von Selfmade Baits. Also ein wirklich sowas von fischiger Geruch. Also wird, denke ich mal, werden tolle Boilies. Ne? Heute ist erstmal die Grundarbeit, weil in 14 Tagen ist es dann soweit. Wir werden dann, so wie mein Kran raus ist aus Fries Garage dort, unsere Produktionsstraße aufbauen und dann werden wir richtig kräftig Boilies machen. Gut. Ihr könnt noch ein bisschen zuschauen, wenn ich hier arbeite und dann, ja. Selfmade Baits. Ja, ihr seht, dass ich also die Baits oder die Mehle verteile auf die jeweiligen auf Tüten. Wir machen immer 10 Kilo Tüten, weil wir eben doch 10 Kilo Mixe herstellen. Das macht sich ganz einfach besser. Nachher hat man genau die Abwege und hat immer frischen Teich, wenn man letztendlich die Bodies verarbeitet. Das Ganze wird dann sauber abgewogen auf einer vernünftigen Waage, wie ihr das seht. Und da werden dann genau die Mehle abgewogen und dann jeweils auf die jeweiligen Tüten verteilt. Ne? So, und dann werde ich mal jetzt weitermachen. Rösthanf. Da möchte man am liebsten mal nach. 60 Kilo Mischung. Da wird dann wohl hoffentlich auch 80 Kilo rauskommen. Die sind eingeplant. Und drückt die Daumen, dass die Dinger fängig sind. Ja, wie gesagt, 60 Kilo Mischung sind jetzt fertig portioniert. Jetzt kommen die Dinger in einen kleinen Betonmischer, da wird die Mischung richtig gut durchgemischt und dann am 2.4. ist es soweit, da räumen wir Boilies, dann kommt die Mischung zum Einsatz. Ja, also die Mischung habt ihr gesehen, also die Mixe sind fertig. Jetzt geht es daran, langsam schon mal Flüssigkeiten einzurühren, den Booster. Hat damit zu tun, dass wir also alle Additive nicht mitkochen, aufgrund der Problematik, dass wir keinen Dämpfer haben, wir müssen kochen und wollen deshalb die Additive nicht mitkochen, weil sie zerkochen und danach werden die Boilies alle nochmal geboostet, nachdem sie aus dem Frost kommen, werden sie darin kurz besprüht oder eingelegt, das müssen wir noch sehen, wie wir das richtig machen und deshalb stelle ich jetzt den Booster her. Auch aus Additiven der Firma Selfmade Baits, weil sie einfach nur gut sind von Natur aus, also Naturstoffe alle haben. Und danach werde ich auch den Dip herstellen und
dann haben wir die Sache auch schon fertig. Also ihr seht, die gesamten Wochenenden sind ja schon mal irgendwie fürs Angeln ausgeplant. Hat einfach damit zu tun, dass wir heiß sind. Das heißt also, wir wollen raus, wir warten darauf, dass das Eis endlich wechselt, die Gewässer zurückgehen und dann werden die ersten Session kommen und wird voraussichtlich Ende März, Anfang April sein. Dann wird es soweit sein und dann können wir endlich angeln und dann hoffentlich auch den ersten Fisch fangen. Ne? Ja, ihr seht, Dip, Baitpower, Stickmix ist fertig. Dazu auch für die anderen der Booster, den ich unten weiter stehen habe, ihr Dip und Baitpower auch für die anderen beiden. Und die Mixe A 10 Kilo abgepackt, fertig. Das riecht lecker, weil mein Hund findet auch, dass das lecker riecht. So, und ich habe dann heute auch genug geschindert. Mach jetzt Mittag. Es war schon rechtlich spät dafür, aber ist egal. Und dann werde ich vielleicht heute mal zur Jagd gehen. Ist ja auch mal eine Option. Der Mond ist Halbmond, also könnte was werden. Ne? Alles klar, bis dann, tschüss.